wunderschönen Hakuna Mine. Geil, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Runde AGG 2.0. Oh. Ihr seht richtig, ja, ihr habt euch nicht verschaut. Wir zocken eiskalt wieder Ark nach ungefähr 6 Wochen Sommerpause. Oh. Begrüße ich jetzt mal wieder Deko, einen wunderschönen Hakuna Mine Reis. Hallo Muchachos! Ah, es geht weiter! Wir sind wieder am Stissel nach unserer kleinen Sommerpause. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Rice und die Nüsschen, sie seien gestreichelt. Schön, dass ihr am Start seid. Ja, es geht weiter. Ich denke mal, ihr seid genauso gespannt wie wir. Und genauso bei uns gesalzt, auch, ne? Ungefähr der letzte Stand ist bei mir, kommt aus meinem Gehirn rausgelöscht. Ich habe keinen Plan mehr, wo irgendwas ist, was wir gemacht haben, wo was Phase war. Ich weiß, dass Delta uns gefickt hat, indem er angefangen hat, um unsere Base Tower zu platzieren. Ja. Ey, aber guck mich mal kurz an. Digga, ich sehe einfach aus wie Prinz Eisenherz, ey. Digga, ich... Ja. Digga, das sieht aus wie der komische Typ von Antiquitäten verkaufen. Wer ist das hier? Achso, Baris Ferraris. Ja, Baris Ferraris, so siehst du aus, Alter. Ja, hauptsache nur wegen dem Bart, ey. Ich google das jetzt ganz kurz, Alter, wie der Typ heißt, ey. Baris Ferraris. Während, ja, das ist hundertprozentig, wie heißt der Typ denn, Alter? Während Deko da sucht, es gab einige Veränderungen. Ich konnte einige Tage nicht zocken, denn es gab Probleme mit einer bestimmten Mod. Und es war eine Mod, die auch leider ein paar Items hier corrupted hat. Deswegen sind leider komplett alle Items, die wir hatten bei Delta und auch bei uns, sind gelöscht worden. Also alle Verbrauchsmaterialien. Ist nicht nur bei uns passiert, sondern bei allen Leuten, allen Servern, die diese Mod benutzt haben. Deswegen haben wir jetzt eine andere und mussten uns alles wieder so nach... größten Vertrauen. Gedächtnis irgendwie. Ja, wiederherstellen. Aber vertraut uns, Muchachos, vertraut uns. Es hat so einigermaßen gut funktioniert. Also ich denke, wenn überhaupt, dann haben wir uns Sachen zu wenig gegeben oder einfach an Sachen gar nicht gedacht. Das kann sehr gut sein. Glaube, also wirklich alles war weg. By the way, Horst Lichter. Heißt der Typ. Horst Lichter. Horst Lichter, okay, auf den Namen wäre ich niemals gekommen. Ich auch nicht. Aber so siehst du aus auf jeden Fall. Siehst aus wie Horst Lichter, Alter. Für was ist der noch so bekannt, der Typ? Ich habe keine Ahnung. Der hat früher irgendwie noch andere Sachen gemacht. Ich glaube, zur Zeit... Seit ungefähr 2 Jahrzehnten oder so macht er nur noch Baris Ferraris. Aber das ist ja wirklich eine Sendung, ist ja eine Sendung, die sogar bei dem jungen Publikum gut ankommt, ne? Zwar endlich mal wieder ein Quoten-Hit. Baris Ferraris kann ich mir auch angucken, Alter. Ey, ich könnte mir das nicht anschauen, das wäre mir irgendwie zu beschissen, muss ich sagen. Digga, ich setz mich da einfach vor und lass mich berieseln, ey. Ja, ich habe hier dieses Kunstwerk von 1783. Es ist eigentlich 7.400 € wert. Was bieten Sie mir? Ja, von mir bekommen Sie 3,60 €. Was bieten Sie? Ja, von mir 4,26 €. Digga, nehmen Sie jetzt den besten Deal. Entscheiden Sie sich jetzt. Also, wir wollen... Haben wir Fleisch? Ja, habe ich gerade gegrillt. Wir wollen ein bisschen aggressiver spielen, weil diese Taktik, die Delta jetzt vorhat, ist zwar ganz schön und gut und wahrscheinlich auch sehr effektiv, wie man in den letzten Folgen gesehen hat. Allerdings ist das für ein Projekt, was wir hier gerade fahren, ist das natürlich so semi, ne? Wir wollen ja ein bisschen hier, langweilig einfach, ne? Genau, weil dann hätten wir die nächsten 20 Folgen, hätten wir jetzt gar nichts mehr machen können. Deswegen haben wir gesagt, lass uns beide doch mal ein bisschen aggressiver spielen und... ich schieß mal wieder sein Stego ab, Deko. Hallo? Ja, oh, ich hab 43 Damage gemacht. Ey, ganz ehrlich, Deko. Feile, Alter, Deko, ja? Deko, 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 Deko. Ja, kannst du kurz mit dem Agi mich mitnehmen? Warte mal. Oder du schießt selber. Ich hab da nämlich sein Stego. Okay. Wo hab ich Pfeile? Ich suche auch gerade die Pfeile. Hier, ich hab Pfeile. Irgendwo waren Pfeile. Wo? Ja. Hier, hab ich alle noch im Inventar. Nimm die, pack ein paar zur Seite. Jo. Und hast du sonst eine Rüstung? Ich sehe, du hast keine Füße. Wo sind deine Beinlinge, Brudi? Es gibt keine mehr. Wir haben keine Füße mehr. Wie, wir haben keine Füße mehr? Was sagt denn unsere Puppe hier? Unsere Puppe hat auch keine Füße. Gibt es keine Füße? Also gibt es allgemein? Wir hatten auch nie einen Bauplan für Füße. Oh, Delta fliegt da gerade vor uns. Schießt drauf! Er versucht zu snipen. Ich hab nur den scheiß Pfeil und Bogen. Er haut ab! Was ist denn mit dem Fallenbogen? Hol dir meine Sniper, du Lappen! Ich hab grad ein bisschen Damage machen können. Ich hab echt so 1500 habe ich bestimmt Damage gemacht. Der Stego ist in Reichweite. Ja, ich brauch doch Sniper-Rifle-Ammo, habe ich. Ja. Wo ist Stego? Wo ist Stego? Lässt grüße. Digga, die Hitbox ist richtig Schwanz, ey! Er steht auf jeden Fall hier. Was von da? Nee. Hey, jetzt trifft er mich! Ey, du sollst Pfeile schießen, du Lappen! Ja, die 30 Schaden, Alter. Ja, schieß Pfeile! Okay, er steht jetzt oben drauf. Oh, 300, los! Ah, da verzieht er sich wieder. Ja, ja, ja. Du Lappen! Verzieh dich! Potter?
Okay, wir könnten rüberfliegen, ne? Soll ich? Komm. Was willst du machen? Ja, hier. Ich weiß nicht, ob das gut endet, aber wir können es ja mal versuchen. Du weißt, dass da drei Turrets stehen bei ihm, ne? Ja, deswegen ja auch nicht komplett ran, sondern von der Seite. Ich glaube okay, nicht, dass das kein Freund ist. Ich wollte einfach nur mal, einfach so ein bisschen dies, das, Ananas, weißt du? Ich wollte gerade nochmal Bärenfallen auslegen, kleine. Oh ja, die brauchen wir auf jeden Fall. Haben wir wirklich gar keinen Fuß, Lachs? Aber bevor du gar keinen Fuß hast, ja, hol dir doch wenigstens die normalen Füße. Ja, irgendwo haben wir noch... Also, weil da musst du dich ja nur irgendwie zweimal treffen, dann bist du da ja, schon tot. Ja, aber also, er schießt ja nicht auf die Füße. Wow, 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 wow. Irgendwer schießt hier. Ja, ich hör's. Oh, das ist der Stego. Ja. Ja, der muss ihn abballern, Deko. Pfeil und Bogen bitte wieder. Ja. Ich versuche ihn zu treffen. Ich versuche ihn zu treffen, den kleinen Jürgen. Ja. Er hat 20.000 HP, natürlich mit 300 Schaden. Ja, ich versuche auch gerade ihn die ganze Zeit zu treffen, ihn da runterzuschießen, aber... Ich glaube, du kannst ihn nicht treffen. Meinst du nicht? Aua! Jetzt krieg ich auch noch was drauf, oder wie? Hä? Ist er abgestiegen? Aber er ist abgestiegen. Ja, er ist abgestiegen. Die Hitbox wieder, ne? In GTA. In Ark natürlich. Digga. Schade, von der Seite kann ich nicht rangehen. Habe ich hier noch irgendwo von aua! Unten im Winkel, wo ich rankomme? Okay, der haut mir ein bisschen auf die Nüsse. Warte mal. Schade. Ja, ich muss meine Sachen schon wieder reparieren. Ach, so ein Mist, ey. Jetzt schimmelt der die ganze Zeit auf der anderen Seite. Kann ich Granaten rüberwerfen? Nee, ne? Ich glaube, alles, was so explosive ist, wird einfach abgefangen, oder? Ich glaube, da war ja irgendwas, ne? Ja, schade. Oder so ein Flammenwerfer gibt. Ich bin One-Shot gestorben. Ja, vielleicht hat er dir auf die Füße geschossen. Wie ich dir gesagt habe. Ob er mir auf die Füße schießt. Der kann die Füße natürlich gar nicht sehen, Alter. Ey, was für ein Schwachsinn, Alter. Jetzt muss ich wieder 45 Sekunden warten. Kannst du meine Leiche da aus dem Weg ziehen? Unten, an den Stacheln. Unten links. Ja, warte. Unten links. Hier, okay. Digga, Deko, Mann. Ey, aber er hat auch gerade den, er treibt den Stego bewegt. Deswegen, ich dachte, er muss halt gerade selber auf dem Stego sitzen und lenken. Kann er schießen auf dem Stego? Gute Frage. Ich glaube nicht, oder? Nee, wäre für mich auch neu. Wie ist denn dann der Stego gleichzeitig rückwärts gegangen und auf mich wurde geschossen? Aber, wo ist denn der Lachs? 200 Damage auch noch, Alter. 9 Sekunden noch. Ja, er schießt wieder auf mich. Ich sehe ihn ganz genau, den kleinen Lümmel. Bin wieder da. Ja. Warte, ich gehe mal hier rüber. Oh fuck, ich glaube, hier kann ich nicht weitergehen. Jetzt wird's ja auch dunkel wieder, ne? Scheiße, ey. Es wird gerade wieder dunkel, ja. Zack, weg damit. Meine Rüstung mal reparieren. Okay, der Scheiße, will hier so langsam Alter. Leer soaken. Aber da muss ich jetzt auch echt eigentlich wirklich Schuhe anziehen. Und hier nicht auch irgendwo so Teamschuhe oder sowas? Digga! Hey. Ja, es ist doch wieder arg, Alter. Ich bin auch gestorben! Das ist so ein Schwachsinn, Alter. Ey, man macht echt viel, also der macht echt viel Damage, oder? Also lass mich ruhig da liegen. Ich muss jetzt auch kurz warten. Oder schieb mich zur Seite. Aber, also, ich stehe hier neben dem Tower, neben unserem Tower und schieße auf seinen scheiß Stego. Mhm. Und er ist richtig offen. Er trifft nicht. Okay. Die Sache ist jetzt, es wäre ja eigentlich ziemlich cool, wenn wir noch einen Mehrwing hätten, ne? Damit wir einfach so schnell und her ziehen könnten. Was wir jetzt bei unserer Wasserfallbase nicht haben, ist Pfeil und Bogen. Und da ja noch einige T-Rexe dort rumlaufen, die müssen wir erstmal weghauen. Wäre schon gar nicht so blöd, wenn wir da noch Pfeil und Bogen irgendwie hinballern könnten. Aber da müssen wir eben schnell mit so einem Mehrwing mal rüberzwirbeln, ne? Was gerade nicht geht, leider. Deswegen ist ja, wir haben keinen Mehrwing. Ja, das meine ich ja genau. Oh, er ist gerade wiedergekommen mit einem Griffon. Oh, da kann man ja eigentlich richtig geil reinballern in so einen Griffin, ne? Meine Leiche, Dankeschön fürs Zurückziehen. Glaub, aber ja, stimmt, das... auf mich zu schießen. Das Brustteil ist eiskalt in den Arsch gegangen. Heftig. Ice cold. Okay, ich muss jetzt reparieren gehen auch, meine Rüstungssachen. Er hat seinen Stego gerade weggezogen. Der Stego hat noch 10 KHP, die Hälfte auch weggezogen. Sehr gut. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er gerade wieder Heilsachen geholt hat. Ja, das kann ich mir also auch so vorstellen. Kuchen. Einfach nur ein Kuchen, ne? Baller mal deine Sachen gerade nicht rein, das wäre sweet, sexy. Ja.
Nicht, dass es hier vermischt wird. Eins, zwei. Aber dann hat er da echt diese guten Turrets, ne? Diesen schweren Turret. Der hat die ganze Zeit zwei oder drei Schüsse ballert, weil ich wusste nicht mehr, dass das so viel Damage macht. Was ich jetzt aber gerne mal testen möchte, Deko, das haben wir auch noch nie gemacht und wir sind ja gerade in so einem Modus, dass... Oh, jetzt werden Raketen geschossen. Okay, wir müssen die Scheiße aufmachen. Ja, wir müssen die Scheiße aufmachen. Aua! Aua, aua! Na scheiße, also das war auch nicht so smart, dass wir das Tor hingestellt haben vor den Towern, ne? Das haben auch schon viele gesagt. Das war nicht so smart. Kannst du noch schnell einsammeln? Sammel das Ding mal ein. Und dann renn schnell weg. Ja, sehr gut. Dann ist zumindest das Tor erstmal gesichert, weißt du? Aber, ey, mein Brustteil und so ist schon wieder ein bisschen im Arsch, ey. So eine Scheiße. Ich habe gerade auch schon wieder ein paar Schüsse von den Tools abgekommen. Hey, so hä? Hä, was, hä, warum? Schießt doch auf das Außending. Wieso schießen die denn die Raketen, die Tunnels das nicht ab? Das ist eine sehr gute Frage. Strom ist an eigentlich. Die Pfeile, die aus den Kisten sind weg, ne? Ja. Scheiße. Ich kann auf jeden Fall gerade gut treffen. Die Frage ist halt, sollen wir die Turrets jetzt schießen lassen oder sollen wir die wieder ausmachen? Er schießt mich auf jeden Fall gerade ab hier. Nee, ich würde sagen, die sollen erstmal schießen, oder? Wenn die leer gesaugt sind, sind die leer gesaugt, ne? Oh fuck, ey. Ich glaube, der schießt schon wieder ein bisschen auf mich. Soll ich dir ein paar Pfeile geben, oder? Gerade welche geholt. Ja, also wir machen schon ein bisschen Damagio, so ist es nicht. Aber dann zieht er wirklich immer auf deine Beine, ne? Ein kleiner Schlawiner. Ja, Beine im Arsch. Egal, ja, es steht offen, es steht offen. Ich ziele mitten auf den Stego, es ist nichts rechts und links im Weg. Es trifft trotzdem nicht, ne? Ich würde gern wissen, wo er ist. Ich hab keine Ahnung. Die Schüsse sah aus, wird von geradeaus kommen, aber ich habe ihn nicht gesehen. Dann würde ich nämlich auch erstmal wieder... Er schießt auch schon wieder. Nee, von unten, ja. Irgendwo von unten. Irgendwo bei seinem Stego steht er. Ey, wir brauchen hier einen Para. Wir brauchen hier echt einen Para. Soll ich kurz einen zähmen? Damit wir wissen, wo der ist. Also das, warte mal, haben wir hier noch einen Parasaurus? Para, nee. Das ist, glaube ich, jetzt, das wäre Gold wert. Palle ich den hier kurz rein. Brauche ich noch kurz, Ich glaube, seine Tower schießen einfach nur. Meinst du? Ja, die Tower ist weit nach vorne gestellt, dass die schießen. Okay, jetzt schießen wir ordentlich drauf. Bam. Bam. Schüsse reingeballert. Nee, ich krieg schon wieder einen drauf. Das ist auf jeden Fall er. Da steht er neben seinem, ja. Er steht neben seinem Stego. Meine Schuhe sind, meine Hose ist schon wieder im Arsch. Nimm meine Handschuhe diesmal. Krieg auch wieder ein bisschen Damagio. Das macht keinen Sinn hier, was wir machen, Alter. Ja, also, ich weiß ja nicht, wie viel Leben der noch hat. Hast du gerade gesehen? Der Stego ist fast voll. Das war's voll? Ja. Echt? Alter. Ja. Okay, ja, dann würde ich jetzt zu seiner Base rübergehen. Wenn jetzt gerade hier die ganze Zeit am Werkeln ist. Würde ich sagen, ja. Pack ich alles in eine Kiste hier, Deko? Ja, der Stego hat 15.000. Von 20. Von 20, okay. Ja, dann zieh ich jetzt rüber. Okay, let's go. Das wird natürlich jetzt sehr, sehr interessant. Oh mein Gott, ey, was habe ich da eigentlich noch alles drüben? Ja, er sniped die ganze Zeit hier auf meinen Arsch. Ah. Medical Gebräu habe ich hier auf jeden Fall. Davon nehme ich jetzt 7. Er ist mit seinem Griffin nach oben geflogen jetzt. Okay. Wenn du ihn wegsnipen kannst, ne, der wird irgendwo von der Seite wieder versuchen, was zu machen. Das kann ich dir sagen. Okay, ein Schild kann ich noch ausrüsten. Boah. Ja, der Stego wird auch die ganze Zeit geheilt. Ich weiß nicht, ob da ein Schwein steht von ihm oder ob das anzeigt, dass er Kuchen drin hat. Ich weiß nicht, ob das Frage. Aber wenn du da ein bisschen Druck machen kannst, ist er gut. Dass er nicht machen kann, was er will dort einfach. Ich geh jetzt mich jetzt rüber. Okay, mal schauen, ob ich irgendwas machen kann bei seiner Base. Alter Schwede. Wo ist denn seine Base überhaupt? Die war hier drüben, oder? Ja. Ja, da sehe ich sie. Oh mein Gott, ey. Ich habe jetzt erstmal nicht viel dabei. Ich kann nicht drauf schießen, Alter. Es geht nicht. Warum? Ja, weil er auf mich schießt. Ach so, okay. Währenddessen. Ja, warum trifft es? Jetzt zieht er seinen Stego wieder aus dem Weg. Ich habe ihn unter 8K gebrettert und jetzt ist der Stego wieder aus dem Weg. Okay. Wieder hochgehielt.
mal eben vielleicht die richtige Munition. Also mal kurz schauen, das ist ja der gehärtete Modus, ne? Ja. Parasaurus hat mich jetzt detected. Das heißt, er wird wissen, dass ich da bin. Ja. Dann eben versuche zu beobachten, ob er wegfliegt. Aber dann kannst du ja die Zeit nutzen, ne? Was denn? Oh mein Gott, ey, das ballert aber ordentlich rein hier, ey. Ich habe jetzt gerade keine Bewegung mehr hier. Ich glaube, ich bin geschossen auf mich. Ja. Weiß nicht, ob er auf dem Weg ist zu dir. Also ich soke jetzt erstmal hier ordentlich. Oh, das macht ja, was anderes bleibt auch nicht übrig, ne? Du musst da irgendwie reinkommen erstmal. Und ich brauche Kuchen. Oh, ich brauche unbedingt diesen Kuchen, Digga. Unbedingt diesen Kuchen! Keine Bewegung mehr hier. Keine Bewegung? Nee. Dann hau ich jetzt ab. Pack den Steg. Gerade ein Schuss hat sich gerade gelöst. Okay. Aber es war jetzt kein Turret, oder? Es war doch einer von unseren Turrets, der auf ihn geschossen hat. Okay. Deswegen nehme ich an, er muss noch hier sein. Alter Schwede, das ist so viel, ey. Das ist so viel! Ah, da habe ich gerade seinen Griffon gesehen. Aber er fliegt noch nicht. Soak! Ist drauf zu schießen? Also, wenn ich den jetzt gleich wieder irgendwie full kriege, das wäre natürlich grandios, weil ich habe 23.000 Leben. Da kann man richtig viel mitmachen. Und ich habe ja noch ein paar andere Stegos. Also, wenn du mir sagst, er kommt da immer noch nicht, dann hole ich gleich den nächsten. Ja. Ich würde jetzt erstmal wieder abhauen. Ja, ich sehe ihn, er ist hinter seinem Turret. Okay, ja, ich hau jetzt erstmal wieder ab. Würde den aber erstmal hier irgendwo verstecken. Ja, die überleben ja, ne? Also die healen sich ja, glaube ich, außerhalb weiter, ne? Warte mal, dann brauchen die, glaube ich, nur so ein bisschen Früchte brauchen sie, ein paar Beeren. Ich glaube, dann geht's ihnen ganz gut. Dann hol ich jetzt die nächste. Er ist wieder da. Ja. 28.000 sollte auch ordentlich sein. Dann kann vielleicht der andere in der Zeit ein bisschen healen. Hoffentlich. 7 Sekunden noch. Oh, okay, dann meine Pfeile sind alle. Oh fuck, ey. Ich bin tot. Ah, shit, ey. Was machen wir jetzt, er hat das Tor aus dem Weg geräumt und die Turrets sollten auf mich schießen. Ey, aber dass ich keine Pfeile habe, ist doch behindert, Alter. Warum haben wir denn die ganzen scheiß Engramme hergestellt wieder? Das war wieder alles weg wegen, weiß nicht, irgendwelchen Mods oder sowas, die wir austauschen mussten. Ja, genau. Und dann haben wir aber alles wieder hergestellt eigentlich. Aber irgendwie einzelne Engramme fehlen mir. Er hat das Metallgate hat er zerstört. Okay. Vielleicht noch hintenrum irgendwas aufbauen, da nochmal ein bisschen mehr verteidigen, weil es bringt ihn ja eigentlich nicht ganz so viel, weil ich kann ja auch jetzt nicht drauf schießen. Er versucht ja, also das Tor hat eigentlich nichts gebracht, es ist nur nervig, dass er da jetzt noch ein bisschen snipern kann, ne? Aber vielleicht, wenn du das Tor noch ein bisschen weiter nach hinten, hinter den Towern nochmal aufbaust. Ich müsste gucken, ob ich noch ein Tor bauen kann. Weil damit wir so ein bisschen sicher sind, weißt du? Damit wir uns irgendwo verstecken können. Ja, das Ding ist halt, dann macht er die Tür kaputt und kann dann auf unserer Seite vor unserem Tor stehen, ne? Aber da kommt er ja gar nicht ran, oder? Also er kann ja unsere Tower nicht zerstören. Tower, wenn wir das Tor dahinter stellen, kann er die ganze Zeit auf die Tower schießen. Ja, nee, die Tower schießen doch auf die Raketen. Also im Moment schießen sie auf den Stego. Aber das wäre auch unlogisch, weil die Tower immer die Raketen präferieren. Also eigentlich kann nichts passieren. Okay, ich bin gespannt. Also das letzte Mal, als er hier rumgeschossen hat auf unsere Sachen, haben die Tower nicht geschossen aus den Raketen. Ja, das fand ich auch so random. Ich gucke dann kurz, ob ich ein neues Behemoth-Gate bauen kann. Ja, ist er immer noch da, oder? Jetzt gerade kann ich es nicht sehen. Dann würde ich jetzt nämlich nicht erstmal abhauen wieder, weil ich gerade ein bisschen Angst habe. Ja, Metal Behemoth Gate. Ja, dann hau ich ab, ne? Deko. Gebaut. Bis du mir sagst, dass wieder alles safe ist. Das ist mir hier ein bisschen zu heikel. So, das Gate steht. Das Ding in der Mitte, die Tür steht auch. Ich will nur auf irgendeine Seite rankommen und scheiß Türen ausprobieren. Mann, ey, ich hab gerade richtig Sorge, ey. Pack den anderen doch erstmal wieder ein, weil der ist hier feuerrot, ey. Der steht aber feuerrot neben seiner Base. Auto close. Und sobald du mir Bescheid gibst, ne, gehe ich wieder drauf. Und hier ist das Beam auf Gate steht, würde ich sagen, steht ganz gut hier. Okay. Wenn jetzt auch da oben drauf kommen könnte, kann ich drauf springen.
Also wenn sein Stego soakt die ganze Zeit ein oder zwei unserer Tower. Okay, ja, da können wir eben gerade nichts machen. Ne? Was wollen wir machen? Wir können höchstens noch ein bisschen Munition herstellen. Wenn du mir sagst, wo der kleine Lümmel ist, dann... Er hat jetzt zwei Stegos hier mittlerweile. Okay, das heißt, er ist immer noch da. Wenn er plötzlich zwei Stegos hat, dann... Muss auf jeden Fall. Ja, okay, ist drauf. Ja, ist okay, drauf. Okay, dann gehe ich wieder drauf. Mal gerade wieder mehr Munition craften. Ich kann auch keine... Aber wir haben noch 2000 hier. Also ich kann auch keine Munition craften, weil mir auch da die... Ach, scheiße. Fehlen. Ja, müssen wir ihm auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal sagen. Zack, zack, zack. Alles rein in die Munitionskiste. Mach full, mach full. Ah, ich mache hier echt nur 2 bis 3 Schaden. Also die bei meinem Stego, das ist richtig, richtig gut. Ich hab ihn auf seinem Stego getroffen. Sehr geil. Mit den Pfeilen oder wie? Nee, mit Sniper. Ah, auch sehr gut. Das sind 49 Schaden, aber nein. Nimmt man mit. Los, saug, 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 los, 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 aber los! Ich bin auch runtergesprungen jetzt. Ich hab ja noch mehr Stegos. Ich hab immer noch einen mit 10.000, ey. Den muss ich auf jeden Fall gleich nochmal aufmachen. Ein Stego ist noch hier irgendwo. Ja. In der Kiste war noch einer. Hier, der hatte. Oh, der hatte 24.000, hat eigentlich gerade nur 8.000. Ah, schade, ey. Ja, wir brauchen echt wieder irgendeinen Dino, der die so ein bisschen hochhielt. Dann kann das echt gut werden. Aber dass seine T-Rex hier auch so rumlaufen, die greifen nicht an, ne? Die patrouillieren einfach nur. Die gucken mir einfach zu, wie ich hier so ein paar... Aber kannst du nicht aggressiv machen, dass du dich jagen nee. Und dann einfach... Also, wäre mir neu. Wasser ziehen oder so? Ich will jetzt nur nicht absteigen hier, nicht, dass die Tower mich wegballern, weißt du? Deswegen will ich hier gerade nichts riskieren. Ich soake einfach weiter. Und ich habe den Parasaurus auch hier, der wahrscheinlich die ganze Zeit mich meldet. Dann hätte ich einen Sniper, könnte ich den auch wegballern, aber das ist mir alles gerade noch so zu heikel. Macht 14 Schaden, ich glaube, ich treffe seinen Stego. Also er ist die ganze Zeit hier, ne? Sitzt auf sein Stego drauf, er soakt weiter rein hier. Ja. Ich kann halt gegen den Stego nichts machen, weil ich keine Pfeile mehr habe. Okay, aber die Folge ist ja auch gleich vorbei. Dann können wir nochmal mit Delta sprechen, dass wir die ganzen Sachen wieder bekommen. Muchachos, ja, wir finden so langsam wieder rein. Der große Angriff startet. Und dann hoffe ich mal, dass wir in der nächsten Folge seinen Angriff abwehren können und hier ordentlich weiter reinbrezeln können. Also, Muchachos, da noch rumballern! Und habt noch einen wunderschönen Tag, bis dann, reingehauen. Ciao, ciao, Muchachos! Ciao.